So, da sind wir mal wieder von endlichdurchblick.de oder auch schnelldurchblicken.de. Heute geht es um den sicheren Weg zu einer Inhaltsangabe. Und zwar machen wir das am Beispiel einer Ballade von Goethe, die den Titel trägt Der Schatzgräber. So, dann schauen wir uns mal wie immer erstmal an, worum es geht. Wir verschaffen uns mal hier eine entsprechende Farbe, mit der man auch einigermaßen arbeiten kann und die man sieht. So, es geht um die Inhaltsangabe. Die soll sachlich sein, möglichst knapp und natürlich zusammenfassen. Ganz wichtig, zwei Dinge dürfen nicht drin sein. Keine wörtliche Rede, keine Spannungselemente. Dann gibt es eine etwas umstrittene Geschichte. Viele möchten, dass auch das Thema vorne bereits angegeben wird. Darauf gehen wir dann später noch ein. Für uns ist der einfachste Trick eigentlich, über die Hauptfigur zu gehen. Und das zeigen wir jetzt einfach mal, wie das geht. So, dann gehen wir mal ganz kurz auf etwas Wichtiges. Man muss hier also nichts mitschreiben. Wir dokumentieren alles auf einer Internetseite, die man findet, wenn man eingibt, schnell durchblicken Lernvideos. Und dann findet man da diesen Eintrag. Dort bringen wir alles unter, was wir jetzt hier gesagt haben. Der Hinweis ganz kurz, das weiß sicherlich jeder, dass man auch mal die Pausentaste beim Video drücken kann, wenn etwas zu schnell gegangen ist oder man sich etwas noch genauer angucken möchte. Dann legen wir mal los. Wir haben hier die erste Strophe abgedruckt und wir machen das so, dass wir immer möglichst Kernelemente rausstellen. Die kann man sich entweder unterstreichen oder eben auch herausschreiben. Arm am Beutel, krank am Herzen, das heißt, er hat ein Problem mit seinem Geldbeutel und er hat ein Problem an seinem Herzen. Er schleppt sich durch die Gegend und Armut ist für ihn die größte Plage. Reichtum ist das höchste Gut. Und zu Ende meine Schmerzen, um das also zu beenden, ging ich einen Schatz zu graben. Und er sagt sogar, meine Seele sollst du haben. Man weiß nicht genau, wer das ist, aber das sieht sehr nach Teufel aus, wenn man an Goethes Faust denkt. Schrieb ich hin mit eigenem Blut. Das sind so diese Vorstellungen, dass jemand seine Seele anbietet und opfert, um an irgendetwas Schönes zu kommen, in diesem Fall einen Schatz. Wir fassen zusammen. Der Mann hat ein Problem mit Armut. Er hat ein krankes Herz, was damit zusammenhängt. Das ist wichtig. Er hat nicht irgendwie sonstige Herzbeschwerden. Und er erhofft sich Heilung durch einen Schatz, beziehungsweise, wie es im Text heißt, Reichtum. Der Schatz steht nur dafür. Und er bietet seine Seele dafür. Maximaler Einsatz. Früher glaubten ja fast alle Menschen an das Jenseits. Und wenn man das eben opferte, dann wurde es sehr gefährlich. So, wir gehen dann über zur zweiten Strophe. Wir haben die alte, immer noch mal die erste, hier oben noch mal reingedruckt, falls wir die noch mal brauchen. Aber jetzt geht es weiter in der zweiten Strophe. Und so zog ich Kreis um Kreise, stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerk zusammen. Das sieht alles nach Beschwörung aus. Die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gelernte Weise, aha, er hat sich irgendwo schlau gemacht, in einem Zauberbuch vielleicht oder bei einem Zauberer, grub ich nach dem alten Schatze an dem angezeigten Platz. Er hat also einen Hinweis bekommen, wo das sein könnte. Und natürlich ist es Nacht, es ist schwarz, es ist stürmisch, wie sich das für so eine Zauberaktion gehört. Wir stellen also fest, als Kernelemente, es sind Zauberaktivitäten da. Das Ganze sieht nach einer Beschwörung aus. Und er gräbt nach einer Vorschrift. Das Ganze findet in düsterer Atmosphäre statt. Wir gehen zur dritten Strophe über. Und ich sah ein Licht von Weitem und es kam gleich einem Sterne, aha, fast vom Himmel, aus der fernsten Ferne hinten, eben als es 12 schlug, Geisterstunde, und da galt kein Vorbereiten. Jetzt gibt es nichts mehr weiter zu tun. Er konzentriert sich ganz darauf. Heller ward's mit einem Mal, es wurde hell, von dem Glanz der vollen Schale, die ein schöner Knabe trug. Seltsam, er erwartet einen Schatz, ein schöner Knabe kommt. Also er sieht in dieser Zaubernacht Licht von Weitem zur Geisterzeit. Es erscheint ein Knabe, eine Schale mit Glanz und die ist voll. Heißt das reich?
sind da vielleicht Perlen drauf oder Goldstücke oder irgend so etwas. Da ist man als Leser sehr gespannt. Holde Augen, hold ist ein altes Wort für schön. Schöne Augen sah ich blinken unter dichtem Blumenkranze. Aha, geschmückt ist der Knabe, der Junge anscheinend, in des Trankes Himmelsglanze. Das kommt ihm also alles noch ziemlich himmlisch vor. Trat er in den Kreis herein, da wo es also ganz beleuchtet ist oder wo da das Zauberzentrum ist, und er hieß mich freundlich trinken. Naja, ein Zaubertrank vielleicht. Und ich dachte, es kann der Knabe mit der schönen, lichten, der hellen Gabe wahrlich nicht der Böse sein. Und das steht hier für den Teufel, auf den wartet er, dass er ihm möglicherweise einen Schatz überreicht, aber gleichzeitig ein Zettel, wo drauf steht, wenn du am Ende des Lebens bist, gehörst du mir. Schöne Augen, man weiß nicht sofort, ist das Lächeln? Da ist ein Getränk in der Schale, die wird aber freundlich gereicht. Aha, dann sieht man, das ist eine freundliche Situation, gute Stimmung und der Knabe ist nicht der Böse, also nicht der Teufel. Jetzt ist man natürlich gespannt, wie das hier weitergeht, denn der Einsatz wird anscheinend nicht verlangt und von Schatz ist auch noch nicht die Rede. Wir kommen zur nächsten Strophe, das ist dann auch schon die letzte. Jetzt gibt es nämlich Trinke Mut, das ist ein Appell, eine Anweisung. Dann verstehst du die Belehrung. Aha, der bekommt hier eine Belehrung und erstmal keinen Schatz. Kommst mit ängstlicher Beschwörung, das war ja das, was wir in einer der früheren Strophen kennengelernt haben, dunkle Nacht, und alles ziemlich gefährlich, dann kommst du nicht zurück an diesen Ort. Aha, hier ist der Schatz anscheinend nicht. Grabe hier nicht mehr vergebens. Und jetzt kommt der Schluss, den man fast schon als Sprichwort kennt. In vielen Büchern ist er zu finden. Tagesarbeit. Am Tag sollst du arbeiten, abends sollst du Gäste empfangen, dann wieder saure Wochen, da musst du hart arbeiten, dann frohe Feste und das sei dein künftig Zauberwort. Aha. Der Zauber besteht also in Arbeit und Festen. Also eine Belehrung. Er soll Mut trinken, nicht mehr so ängstlich sein, keine ängstliche Belehrung mehr. Er kriegt keinen Schatz, aber einen Ratschlag, wie es so im realen Leben aussieht. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Wer fleißig arbeitet und sich abends auch mit Freunden erholt, der wird auf Dauer glücklich werden. Das heißt durch Arbeit und Feiern. So, jetzt versuchen wir mal, unsere Inhaltsangabe zu machen. Wir sagten schon, wir gehen über die Hauptfigur. Am Anfang muss man immer sagen, worum es geht. Es geht um eine Ballade. Der Titel wird genannt, der Verfasser. Also Titel, der Verfasser muss immer genannt werden. Und möglichst auch die Textsorte, was Textart, was für ein Text ist das? Von Goethe geht es um einen Mann. Und jetzt kommt der berühmte Trick, wenn man dieses Substantiv hier gefunden hat und dann den Relativsatz anschließt mit der ersten Situation, dann ist man eigentlich mittendrin, der reich sein will und bereit ist, dafür seine Seele zu opfern. Achtung, Tempus, wir verwenden schön das Präsens, machen keine Nacherzählung. Als er dann nach allen Regeln der Zauberkunst nach einem alten Schatz gegraben hat, ist er erstaunt, dass ein schöner Junge daher ihm entgegenkommt. Statt des Schatzes bekommt er den Rat, nicht mehr auf gefährliche Zauberkünste zu vertrauen, sondern sein Glück im natürlichen Ablauf von Arbeit und Feiern zu suchen. Also hier wirklich darauf achten, wie es uns gelungen ist, wir gehen mal da, machen das mal noch ein bisschen deutlich, indem wir hier, geht es um einen Mann, reich, Seele opfern, also er will reich sein, dann Zauberkunst, er hat nach einem Schatz gegraben und dann kommt etwas Überraschendes, erstaunt, nämlich nicht der Schatz, sondern schöner Junge kommt stattdessen, statt des Schatzes und er bekommt einen Ratschlag, weg mit den gefährlichen Zauberkünsten, das Glück liegt woanders, im natürlichen Ablauf von Arbeit und Feiern. Man sieht also, die Elemente, die wir vorher uns klar gemacht haben, mit denen kann man eigentlich sehr schön eine Inhaltsangabe aufbauen.
Dann kommen wir noch zu dem Problem mit dem Thema. Nein, genau. Das Problem der Einleitung mit der Themaangabe. Eigentlich ist die Inhaltsangabe fertig, ja? Aber es gibt Lehrer, die wollen einen Einleitungssatz, in dem irgendwie alles zusammengefasst wird. Da muss man sehr genau nachfragen, was meinen die damit eigentlich? Meistens meinen sie, und das sehen wir auch so, die Angabe des Themas. Und das ist eben eine Problemfrage. Hier die Frage des wahren Glücks. Wir sagen dazu immer, das ist eigentlich schon Interpretation, denn es steht nicht direkt im Text, man liest es heraus, aber Vorgaben müssen natürlich eingehalten werden und deshalb bauen wir das hier einfach noch ein und zeigen mal, wie man das einfach machen kann. Inhaltsangabe, das hatten wir alle schon. Hier sagen wir nicht mehr, geht es um einen Mann, sondern geht es um die Frage des wahren Glücks. Also hier das Thema. Und dann gehen wir schnell über wieder zu unserem Mann und sagen eben, ein Mann will unbedingt reich sein. Was wir vorher als Relativsatz verwendet haben, daraus machen wir einfach einen Hauptsatz und können dann direkt weitermachen. Und der Rest ist genauso, wie wir das vorher schon hatten. Und damit ist die Inhaltsangabe praktisch fertig. Wir verweisen nur kurz darauf, was jetzt normalerweise noch kommen, könnte. Interpretation, das ist so eine Art Auswertung. Da geht es um den äußeren Aufbau, wie sind die Strophen aufgebaut, worauf läuft das Ganze hinaus, also die Absicht, wobei das immer die Absicht des Textes ist und nicht des Autors. Wie sieht das mit künstlerischen Mitteln aus, mit denen das Ganze unterstützt wird? Inwieweit ist es eine Ballade? Und was man mit ihr anfangen kann. Es gibt ja Fragen, zum Beispiel, was hat der Mann denn nun eigentlich gefunden und was hat das mit uns zu tun? Was ist der Sinn der ganzen Sache? Wir kommen dann noch ganz kurz zu den Hinweisen, dass man uns jederzeit kontaktieren kann. Man muss da nur auf schnell durchblicken, Kontakt, die drei Begriffe eingeben bei Google und dann ist man auf unserer Seite und kann dort dann bitte hier unbedingt die Nachricht eingeben. Wir wissen ja nicht, worum es geht, weil wir viele Seiten haben. Die E-Mail-Adresse bitte angeben und dann einfach melden und wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Tipps. Und wir legen das Ganze ab nochmal auf dieser Seite. Schnell durchblicken, Lernvideos und hoffen, dass das alles gut verstanden worden ist und euch weiterhilft. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.